Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu dem Excel-Videokurs. Mein Name ist Martin Müller-Jacobi. Heute geht es um einen Jahresplaner, den wir erstellen wollen. Ich habe ein bisschen was vorbereitet, ein paar Funktionen verpackt, so wie Kalenderwoche, Wochentag, Monatsende, bedingte Formatierungen, damit wir die Wochenenden automatisch einfärben können. Dann ein bisschen was aus der Trickkiste, aus den Entwicklertools geholt, damit wir das Drehfeld benutzen können, um das Jahr immer nach vorne oder nach hinten zu schrauben. Und ein paar verknüpfte Textfelder, damit wir die Überschriften besser gestalten können. Da sind wir ein bisschen flexibler. Das sind hier diese Textfelder, die kann man nachher positionieren. Die sind mit Zellen verknüpft. Wochenenden, die grauen Felder, das Drehfeld nachher, was uns dann die Jahreszahl anpasst. Also, dann geht's mal gleich. Okay, so soll nachher unser Produkt aussehen. Hier haben wir die 12 Monate. Hier haben wir unseren Spin-Button, mit dem wir praktisch die Jahre anpassen können. Und wie ihr seht, passt sich automatisch Wochenende und die Kalenderwochen passen sich automatisch an. Wir haben hier diese Textfelder, die sind hier verknüpft mit Zellen. Firma kommt aus Stammdaten B1, dann brauchen wir hier praktisch nur unsere Stammdaten hier zu pflegen und haben hier immer eine saubere Überschrift. Ja, das werden wir jetzt einfach mal im neuen Tabellenblatt aufbauen. Wir positionieren uns bei B11 und schreiben das mal Tag, Kalenderwoche und Datum. Gehen wir nach oben, markieren die oberen drei Zellen über Start, Ausrichtung, Verbinden und Zentrieren und geben uns hier erstmal das Jahr 2015 ein. Das brauchen wir jetzt, weil wir uns ein Datum flexibel basteln wollen. Datum. Was möchte das Datum haben? Das Datum will ein Jahr haben. Das lassen wir durch die Zelle schön flexibel. Und wir beginnen aber immer im Januar und immer am 1. Januar. In dem Fall verknüpfen wir das hart mit den Einsen, bestätigen. Das haben wir jetzt hier praktisch unseren 1.1. Und hier beim Jahreswechsel ist dann halt der 1.1.2016. Okay. Somit, hier steht aber eigentlich nicht der 1.1., sondern wir gehen hier mit, nochmal langsam, Steuerung und 1, dann geht diese Zellenformatieren auf, Benutzer definiert, 4 mal M und dann haben wir hier den Januar, den mache ich schon mal zentriert, den will ich nach rechts und der bleibt links, da wo er ist. Okay, gut, jetzt haben wir hier schon jetzt können wir hier praktisch unsere Tage aufbauen. Das heißt, hier ist mein erstes Datum, das hole ich mir hier rüber, das ist klar, da formatiere ich das wieder anders, Steuerung 1, ja, da will ich zweimal T nur haben und einen Punkt, das reicht mir an dieser Stelle. Wie kriege ich den Tag hin? Ist gleich, dann nehme ich mir diese Zelle hier drüben, ja, und Steuerung 1, formatiere hier 3 T's hin. 1, 2, 3. Ja, dann kriege ich den Wochentag als Kürzel. Mache ich nochmal ein viertes T, dann kriege ich den sogar ausgeschrieben. Mir reicht jetzt hier ein T, also 3 T's und einen Punkt als Kürzel. Mache das linksbündig. Und jetzt kümmern wir uns um die Kalenderwoche. Kalenderwoche. Die Formel Kalenderwoche, da ist sie schon. Die braucht eine fortlaufende Zahl. Die fortlaufende Zahl holen wir uns hier. Na, treffen wir. Geht nicht, ist besetzt. Also gehe ich mal hier hin und gehe mal eins so nach unten. Das ist meine Zelle D12. Semikolon, jetzt will er praktisch einen Zahltyp haben und wir nehmen jetzt bitte schön die 21. Die 21 sagt, wie es hier steht, Wochenanfang am Montag und dass die erste Kalenderwoche im Jahr die ist, die den ersten Donnerstag enthält. Ja, dann haben wir auch immer einen sauberen Abschluss
oder einen sauberen Jahresbeginn und haben nicht immer das Problem, dass wir dann da manuell eingreifen müssen. Somit haben wir hier die Kalenderwoche 1, die machen wir uns mal gleich mittig. Jetzt wollen wir hier die Daten ausfüllen, ne? Die Tage. Okay. So kann man sich das ja jetzt ganz einfach machen. Das ist die 12 plus 1. Dann habe ich hier nur 2 zu stehen. So, und jetzt kann ich das hier bis 42 runterziehen und habe dann hier meine 31 Tage. Und damit ist schick. Ja. So, das kopiere ich mir auch runter, weil da verweise ich ja nur auf Spalte D sozusagen. Und damit habe ich schon meine Tage ausgefüllt. Jetzt ist es so, hier klappt es, weil alle Tage ausgefüllt sind. 31 Tage, mehr gibt es nicht. Und was mache ich aber, wenn jetzt hier der Februar ist? Ja, ich mache mal hier aus dem Monat 1 einen Monat 2. Dann haben wir hier den 28. und hier beginnt er dann schon wieder mit dem März. Und das möchte ich nicht. Da will ich mich nicht jedes Mal drum kümmern, habe ich einen sauberen Monatsabschluss oder so. Also muss ich da ein bisschen tricksen. Ja, und das frage ich ab, indem ich die Kombination mit Monatsende benutze und in einer Wenn-Formel reinpacke. Und wie das geht, das mache ich jetzt mal. Ja. Wenn, Klammer auf. Monatsende. Nee, wir sagen jetzt erstmal, wenn die Zelle da drüber plus 1. Wenn die kleiner oder gleich Monatsende, ja, wir wählen uns das mit den Pfeiltasten aus, Tab-Taste bestätigen, Monatsende, Ausgangsdatum, jetzt wird das hier schwarz, jetzt wird ein Ausgangsdatum haben. Wenn das hier ist mein Ausgangsdatum und 0 Monate, wir wollen ja in diesem aktuellen Monat bleiben, also hier in dem Augenblick sind wir ja hier oben schon im Februar, also die 0 heißt, bleib in dem aktuellen Monat von diesem Datum, was ich jetzt hier ausgewählt habe. So, und wenn das so ist, dass wir da das D12 plus 1 kleiner gleich Monatsende ist, Semikolon, dann gehen wir in diesen Dann-Block. Was soll er dann machen? Ja, dann, wenn es so ist, dann kannst du ja nochmal das plus 1 rechnen. Ansonsten mache gar nichts. Klammer zu, Enter, kopieren wir das runter. Jetzt müssten wir ja eigentlich alles sauber gemacht haben. Das hat er auch, er endet hier, aber hier macht er einen Wert rein. Warum macht er das? Ja, wir greifen hier auf eine leere Zelle zu. Wir haben ja hier ein Blank gesetzt, ne? Weil ja hier schon der März ist, haben wir gesagt, dann mache nichts. Aber damit nichts kann er nichts, also von nichts kann er nicht eins dazu zählen. Deswegen spuckt er uns an dieser Stelle den Fehlerwert hier aus. Also machen wir es doch gleich, wenn, und jetzt nochmal eine Funktion, ist Zahl, Tab-Taste, ja, die Zelle, also wenn die obere Zelle eine Zahl ist, Klammer zu, Semikolon, dann geht er nämlich hier automatisch wieder in diesen Dann-Block rein, ja, ich markiere das mal, wenn ich das hier markiere, dann macht er diesen Dann-Block, dann fragt er wieder ab, bist du plus 1, kleiner gleich Monatsende, wenn ja, dann mach was, wenn nicht, mach nichts. Ja, und wenn es keine Zahl ist, dann springen wir hier ans Ende hin und sagen, mach nichts. Die Formel Doppelklick nach unten kopiert und da ist es weg. Na, keine Fehlermeldungen mehr, das ist eh nichts. Na, hier haben wir ja eh nur auf diese Zellen verwiesen. Ja, und wenn ich jetzt hier praktisch wieder aus der 2 eine 1 mache, dann habe ich hier wieder alles normal. Aber jetzt habe ich für alle anderen Monate das so ausgerichtet, dass immer unten ein sauberer Abschluss ist. Ja? Für die Monate, die auch nur 30 Tage haben. Okay, kümmern wir uns jetzt nochmal um die Kalenderwoche. Die Kalenderwoche kommt ja immer, die wollen wir immer nur an den Montagen haben. Ja? Also müssen wir fragen, Mensch, was bist du eigentlich für ein Wochentag? Und wenn du der Wochentag 1 bist, weil Montag ist ja immer Wochentag 1. Ja, durch die Kalender, also was liefert mir die Funktion Kalenderwoche? Ich mache das mal hier neben. Oder auch mal hier, ist das egal. Ja, was liefert mir Wochentag? Wochentag will eine Zahl haben.
Und ein Typ, dann nehmen wir den Zweier-Typ. Ne? Wir wollen ja von 1 bis Sonntag durchnummeriert haben. 1 ist Montag und 7 ist Sonntag. Deswegen nehmen wir die 2. Was sagt er hier? Donnerstag ist der vierte Tag und Montag ist der erste, dann der zweite, dritte und dann wieder der vierte Tag. Und dann geht es immer so weiter. Ne? Bis 7, dann fangen wir wieder am Montag bei 1 an. Okay, wenn wir das jetzt wissen, dann können wir das ja auch benutzen. Also, wenn, Klammer auf. Was wollen wir denn prüfen? Wir prüfen jetzt, ob das hier ein Wochentag 1 ist. Also, prüfe Wochentag, Klammer auf. Prüfe diesen Wochentag mit dem Index 2 und wenn der gleich 1 ist, ja, was machen wir denn überhaupt? Ja, dann schreib mir die Kalenderwoche hin. Kalenderwoche, Klammer auf. Und zwar von welchem Tag? Ja, was müssen wir hier nochmal eingeben? Wir klicken jetzt mal hier oben hin. Fortlaufende Zahl brauchen wir hier. Ne? Das ist jetzt mein D13. Ja, das hat er genommen. D13, Typ 21, haben wir uns ja gemerkt. Und gehen jetzt nicht mit OK bestätigen zurück, sondern gehen hier oben auf Wenn. Und sagen, wenn das nicht der Fall ist, wenn du keine 1 bist, also wenn du nicht Montag bist, dann mach auch nichts. Okay, und jetzt fragen wir ja hier unten ab und wir wissen ja das Phänomen aus dem Februar, ja, ich ändere das nochmal, dass wir ja hier unten keine Zahlen haben. Also würde ich ja hier wieder das Gleiche hinkriegen, dass ich wieder eine Fehlermeldung bekomme. Also fange ich das im Vornherein schon ab. Wenn, Klammer auf, ist Zahl. Und zwar diesmal die gleiche Zelle. Ne? Wenn hier eine Zahl drin steht, Semikolon, dann mache diesen ganzen Block. Und wenn da keine Zahl drin steht, Semikolon, Anführungsstrichchen, Klammer zu, dann mache gar nichts. Ja? Dann machen wir das mittig und jetzt kopieren wir das runter. Dann ist das durch und wir können hier wieder unseren Januar draus machen mit entfernen Vekt und 1. Und somit haben wir hier wieder schön unsere Wochen drin. Ja, und diese Spalte brauchen wir nicht. Das war nur zur Erklärung. Okay, so, das ist schon mal soweit ganz gut. Jetzt können wir schon mal die Formate anpassen. Also sagen, okay, wir wollen ja das ein bisschen schicker und ein bisschen größer machen. Also können wir hier die Zeilenhöhe anpassen. Ja, machen wir mal eine 35. Darunter machen wir das mit der Zeilenhöhe. Ja, ein bisschen, hätte man auch so lassen können, aber naja. 17. Und hier diesen ganzen Bereich. Da gehen wir hier auf Format und machen hier die Zeilenhöhe 50 und machen das als einen Block blau, ein schönes helles Blau. Ja. Und darunter ziehen wir uns jetzt mal so ein paar Gitterlinien. Ja, ich mache mal vorher die auf Ansicht. Die Gitternetzlinien machen wir mal weg. Gehen nochmal auf Start. So, jetzt bin ich hier noch auf B12. Jetzt drücke ich STRG-Umschalttaste, Pfeil nach rechts. Und immer noch gedrückt halten, Pfeil nach unten. Dann habe ich den ganzen Listenbereich markiert. STRG 1, gehe in die Zellenformatierung, wähle mir jetzt einen Rahmen für außen, mache ich eine zarte Linie hier für außen und den mittleren Strich. Ne? Den lassen wir weg, weil wir wollen ja hier keine 2 Querstriche haben, ja, oder senkrechte Linien, die wollen wir nicht. Wir wollen nur diesen waagerechten Strich haben, das machen wir hier mit. Dann haben wir das OK bestätigt. Guck mal, was haben wir hier für eine Spaltenbreite. Na, da können wir ja die 12 machen. So. Die beiden, die müssen nicht so fett sein, ne? Die machen wir mal auf 5. Okay,
Das sieht schon mal ganz gut aus, ne? 2016, Bingo, da hat er die KW53 und hier beginnt die KW1. Ne? Okay, so, jetzt mache ich das ein bisschen kleiner, weil ich kann ja jetzt natürlich sagen, ich markiere Spalte B, C und D, Steuerung und drücke Steuerung C, hier auf F und mit Enter füge ich das wieder einfach ein. Hm? Mach das mal wieder ein bisschen größer. So, jetzt habe ich ja zweimal den Januar. Ja, wir machen den mal hier gleich, wie er richtig sein soll hier. So, die können wir auch ein bisschen, können wir mal so ein bisschen. So. Okay, jetzt müssen wir ihm nur hier sagen, nee, du bist kein Januar, du sollst ja ein Februar sein. Da nehmen wir uns wieder die Formel Monatsende zur Hilfe. Ich mache mal meinen Mauszeiger weg. Monatsende. Ja, es ist schwer zu schreiben, ja. Also Monatsende, mein Ausgangsdatum. Ich will jetzt das Monatsende von dem Januar haben. Ich will auch in dem Januar bleiben, weil ich ziehe nämlich bei dem Monatsende, addiere ich einfach ein dazu, plus 1, und dann habe ich automatisch meinen Februar. Ja, und somit bin ich jetzt hier im Februar, KW5, KW6. Und der Februar geht nur bis zum 28. Dann mache ich jetzt hier meine 2016. Dann hat der Februar 29 Tage, aber hier unten alles sauber, ne? Haben wir ja ausgemerzt. Okay, 2015. So, jetzt haben wir ja, da wir ja praktisch die hier auch schon formatiert haben, ich mache das jetzt mal ein bisschen kleiner. Jetzt kopieren wir nämlich diesen ganzen Bereich mit dieser schönen Leerspalte. Jetzt fasse ich das hier oben, jetzt kriege ich so ein schwarzes, dickes, also so ein dunkles Kreuz. Und jetzt März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember, glaube ich, so. So, März, April, September, Oktober, November, dann brauchen wir noch einen. Den markieren wir uns und sagen, hier haben wir den Dezember. Okay. Na? Das sieht schon gut aus. Haben wir die Schriftgröße eigentlich angepasst? Ach, das hätten wir vorher machen sollen. Ah, okay. Ja, muss man das jetzt nochmal schnell nachziehen. Okay. Also hier machen wir die Schriftgröße mal. Das hätten wir mal vorher machen sollen. Dann hätten wir das jetzt nicht alles manuell machen müssen. Nein, wir machen das jetzt mal so. 22. Ticken größer machen hier. Und hier markiere ich jetzt einfach mal alles. Ach, da muss ich ja die ganzen Kalenderwochen. Nee. Wer einmal nicht aufgepasst hat, der muss bestraft werden. Der muss bestraft werden. Ich mache das nochmal alles weg. So, jetzt passen wir erstmal hier schnell die. Ja, wir markieren mal hier beide. Jetzt halte ich die Steuerungstaste gedrückt, dann kann ich separate Bereiche markieren. Und jetzt wähle ich nämlich hier die Schriftgröße 18. Und nur für den mittleren Bereich, so, den machen wir nochmal quick and dirty mit drüber hier. Da machen wir mal eine 14. Okay, sowas macht man natürlich vorher, bevor man kopiert. Ansonsten passe ich ja 12 Monate an. Ja, und das möchte ich natürlich nicht. Okay, die Spaltenbreite nochmal kontrollieren, die hatte ich ja schon auf 12. Okay, jetzt müssen wir wieder mal verkleinern und jetzt das ganze Spiel nochmal. So, dann muss ich nicht nochmal verrücken. So, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember. Okay, somit haben wir unseren Planer schon so gut wie fertig, denn er ist ja mit allem jetzt verknüpft. Also, ich habe jetzt überhaupt gar kein Problem mehr, hier aus dem Jahr 2015 eine 2016 zu machen. Ja,
Kalenderwochen sind dann immer richtig. So, jetzt was noch fehlt, ist natürlich der Kopfbereich und die Wochenenden, die wir einfärben müssen. Das wird jetzt nochmal so ein bisschen Fleißarbeit mit den Wochenenden. Ich klicke mal jetzt hier rein für den Januar, mache den mal ein bisschen größer. Okay, also B12 ist aktiv. Ich drücke die Steuerungstaste, Umschalttaste und einmal fein nach rechts, einmal fein nach unten ist der gesamte Tabellenbereich markiert. Okay, jetzt legen wir bedingte Formatierung fest. Ne? Die finden wir im Menü Start, hier Formatvorlagen, bedingte Formatierung, neue Regel und eine Formel zur Ermittlung, wann wir denn überhaupt formatieren. Und wir wollen ja formatieren, wenn wir einen Samstag und einen Sonntag haben. Nun wissen wir ja, dass die Formel Wochentag uns ja die 1 oder 2 oder 3, 4 bis 7 halt liefert. Also sagen wir, wenn Wochentag, Wochentag, Klammer auf, der Wochentag von D12, und jetzt Obacht, wir müssen nur mit der F4-Taste 1, 2 mal drücken, nur das D darf fixiert sein. Ne? Die Zeile soll ja beweglich bleiben, aber wir wollen nur die Spalte D abfragen. So, wenn der Wochentag, der verlangt ja nochmal einen Index, ne? D2, wenn der größer ist als 5, dann automatisch ist es ja ein Samstag oder Sonntag. Und dann können wir ihn ausfüllen und sagen, Mensch, du kriegst, dann bist du grau. Und wunderbar, da haben wir es. Ne? Alle Samstage, Sonntage sind grau. Okay, wir markieren nochmal alles mit der Tastenkombination und gehen auf Format übertragen und pinseln das mal einfach auf den Februar rüber und sagen, Mensch, wunderbar, das ist ja easy. Ne? Ach Mensch, was guck, das ist ja kein Wochenende, was hat denn der jetzt da gemacht? Schauen wir uns das mal an, wir markieren ein Feld in dem Bereich Februar hier und gehen mal hier auf Regel verwalten. F bis H, das hat er, okay, da passt noch alles, das ist okay, der Formatbereich. Aber wir haben ja D12, das haben wir ja fixiert. Ne? Das müssen wir jetzt anpassen auf H. Also machen wir aus dem D ein H. Bitte jetzt nicht die Pfeiltasten benutzen, ansonsten gibt es nämlich hier, fügt er hier so einen Zellenbezug gleich mit ein. Ja? Also hier kann man sich wirklich nur mit diesen Entferntasten bewegen oder halt mit der Maus genau positionieren. Ja? Und jetzt müssen wir einfach aus dem D ein H machen, ja, weil wir uns jetzt hier auf Spalte H beziehen wollen. Okay, dann übernehmen wir das und er passt das automatisch an. Ne? Sehr gut. Okay, leichte Übung, damit wir jetzt nicht jedes Mal wieder Format übertragen, mache ich das mal ein bisschen kleiner. Markiere wieder alles mit der berühmten Tastenkombination. Steuerung, Umschalttaste, einmal rechts, einmal Pfeil nach unten. Doppelklick auf Format, dann rastet diese Funktion ein und ich kann einfach mehrmals klicken und kopiere mir erstmal, auch wenn es jetzt falsch ist, das ganze Format rüber, aber ich spare mir jetzt immer dieses Hin und Her. Escape drücken, damit ich raus bin. So, Februar stimmt, ab März müssen wir loslegen. Ich mache das jetzt mal ein bisschen größer, damit wir auch mal was erkennen können. Der März geht bis, also wir müssen die Spalte L jetzt abfragen. Also, bedingte Formatierung, verwalten, anwählen, bearbeiten und aus dem H machen wir ein L. Zweimal Enter gedrückt und schon haben wir den Samstag drin. Ja, und das mache ich jetzt mal flugs für die anderen Monate auch. Das ist jetzt, was ich gesagt habe, das ist jetzt die Fleißarbeit P. Aber die machen wir uns nur einmal. Ne? Und dann haben wir unsere Ruhe. T. Deswegen für die nächste Zeit brauchen wir da halt nie mehr ranzugehen. X. A, B. Ups, jetzt muss ich entfernen machen. So. Bedingte Formatierung, verwalten. Und, was habe ich denn jetzt hier eigentlich? AF, okay. AF.
So, der September hat AJ. Mal gucken, wenn man sich das vorher merkt. AJ. So, jetzt fahren wir ein bisschen weiter nach rechts. Und machen den Oktober mit Anton Nordpol. AR für den November. Dann sind wir auch schon gleich durch. AR und AV. AV. Ja, wunderbar. Ja, das war's, ne? Fleißarbeit beendet. Super, das sieht schon ganz gut aus, ne? Wir haben jetzt hier einen schönen Jahresplaner. Und wenn wir hier oben unserem, jetzt der Augenblick, jetzt ne, 2016, achso, da waren wir ja schon, zurück 2015, wir sehen, es passt, ne? Wandelt alles um, die Wochen werden immer schön auf den Montag gesetzt und die Wochenenden sind so, wie sie sein sollen, schön farblich hinterlegt. Ja gut, das Farbenmodell, das könnt ihr natürlich dann selber nochmal anpassen, da sind ja... Ja, da ist ja gestalterischer Freiraum. Wir kümmern uns jetzt mal um die Kopfzeile. Ich bleibe mal kurz in dieser Ansicht, weil wir... Naja, ein bisschen größer kann man es ja schon nochmal machen, ne? Okay, wir markieren jetzt hier mal von B1 bis B5 den Bereich und fahren mal hier bis Ende Dezember rum und den Bereich, den machen wir einfach mal zum schönen, knackigen Blau. Ja, gut. Jetzt kümmern wir uns um die Textfelder. Die fügen wir erstmal ein. Hier oben unter Menü einfügen. Textfelder. Und das verknüpfe ich gleich. Hier schreibe ich gleich rein. Das ist gleich mein A1. Ne? So, und jetzt kann ich die Zelle, die da weise ich jetzt einfach eine weiße Schrift zu. Die ist jetzt weg. Na? Und wenn ich jetzt hier eine 2016 mache, dann steht da auch eine 2016. Ne? Ist jetzt mit der Zelle verknüpft. Okay, die will ich aber ein bisschen groß machen. Also halte ich die Alt-Taste gedrückt, damit kann ich die schön am Raster hier ausrichten. Ja. Und ich ziehe das mal hier. Ja, nicht zu früh loslassen. Schiebe das mal hier schön in diesen Bereich hier rein. Somit habe ich die jetzt schön in diesen Bereich von B bis D hier angepasst. Und mache das mal mittig. Na, 50 und ich finde irgendwie eine weiße Schrift sieht da oben besser aus. Okay, dann kann ich die jetzt mal kopieren und 1, 2, 3 einmal, also dreimal einfügen, weil ich habe ja hier auch nochmal drei Textfelder zu integrieren. Und wieder mit der Alt-Taste gedrückt halten, kann ich sie hier schön an die direkt an die Spalte EF da ausrichten und ziehe die mal hier so ein bisschen rüber. Bis zu dem März, so dann hat sie halt hier Platz. Je nachdem, man kann sich das ja nachher noch ein bisschen schieben. Jetzt verkleinere ich mal diese Ansicht. Ja, so. Die schieben wir mal hier rüber. Alt-Taste gedrückt. Und die machen wir mal bis Oktober. Aber dann rechtsbündig. Und den positionieren wir hier einfach mal so mittig. Machen das mal hier so. Okay, jetzt müssen wir nur noch diese Textfelder verknüpfen. Also dazu markieren wir das Textfeld hier, löschen diesen Eintrag raus, gehen auf Stammdaten und sagen, das ist ja die Überschrift links. Ja, jetzt müssen wir nochmal ein neues Format zuweisen. Hätte ich mir das ja vorher sparen können. Okay. So, weiß. Und du bist Mitte, ja, und du bist rechts.
Okay, jetzt markiere ich die beiden mit der, markiere ich den, Steuerungstaste gedrückt. Und jetzt kann ich die beiden zusammen ändern. So. Oh, das sieht doch schon mal ganz gut aus hier. Und jetzt haben wir nur noch eine Hürde, und zwar unseren Spin-Button. Okay, den finden wir hier oben in den Entwickler-Tools. Und hier unter Einfügen, da haben wir das Drehfeld. Dann klicken wir, also wählen wir das aus, und jetzt können wir irgendwo hier reinklicken, dann haben wir das. Und wir können jetzt, ich mache das mal ein bisschen größer. So, jetzt schiebe ich das hier rüber, halte meine Alt-Taste gedrückt und passe das genau von der Größe an diese Spalte E an. Ja, rechter Mausklick wählt das aus, und dann schiebe ich das hier richtig hoch. So, dann sieht das wie so einem Guss aus. Ne? Ist so schön direkt eingepasst. Okay, so nochmal Rechtsklick auf das Steuerelement, Steuerelement formatieren. Der aktuelle Wert, da haben wir ja die 2015. Minimalwert. Wir gehen zurück bis ins 19. Jahrhundert und 9999 in die Zukunft. So, jetzt brauchen wir aber, woher soll jetzt das Drehfeld seine Daten herkriegen? Und da sagen wir ihm, nimm das von dieser Zelle A1 und erhöhe pro Klick die Schrittweite immer um 1. Das heißt, aus 2015 wird 16, 17 oder halt zurück. Und hier könnte man natürlich den Intervall 2 machen, dann könnte man mal 2 Jahre vorausspringen. Aber gut, in dem Fall wollen wir es ja nur Jahr für Jahr machen. Eins habe ich noch vergessen, nochmal zurück, Rechtsklick, Steuerelement formatieren, Eigenschaft, Optionen hier, also Objekt drucken, das Häkchen bitte rausnehmen, weil das soll nur im Tabellenblatt zu sehen sein, nicht aber, wenn ich jetzt hier auf, ja, dann soll das hier in der Druckansicht nicht zu sehen sein, ne, wenn wir das ausdrucken. Ja, dann haben wir praktisch jetzt schon das ganze Zauber, den ganzen Zauber hinter uns, und wenn ich jetzt hier einen Jahreswechsel mache, dann habe ich 2016 und alles ist fertig. Ne? Ich kann das jetzt ausdrucken, also jetzt sind die noch nicht. Ne? Wir müssen das ja nochmal anpassen hier unten. Da markieren wir jetzt komplett mal alles hier. Gehen auf Seitenlayout, Druckbereich, Druckbereich festlegen und sagen jetzt nochmal Querformat A3. Und anpassen bitte. Anpassen auf eine Seite breit und eine Seite hoch. Und dann haben wir das auch geschafft. Dann haben wir das schön eingepasst. Wer möchte, kann jetzt hier nochmal die Ränder sich halt so einstellen, wie er es braucht. Das überlasse ich nachher euch. Und ja, das kann jetzt natürlich gedruckt werden, aufgehangen werden. Es darf benutzt werden. Ja, das war's. Ne? Wir haben alle Themen abgehakt. Ich bedanke mich erstmal für die Aufmerksamkeit. In Teil 2, da wird es nochmal in den Stammdaten einen Bereich geben, wo wir Feiertage eintippen können, Feiertage und Ferien, die dann hier in dem Bereich Tag nochmal entweder farblich oder schraffiert nochmal dargestellt werden. Aber da lasse ich mir nochmal was einfallen und werde es dann halt zeitnah nochmal abdrehen. Und freue mich auf Wiederkehr und auf natürlich Kritik und Lob. Danke für die Zeit und bis demnächst. Tschüss.